Ja, hallo und herzlich willkommen zu Lustig sein im Internet. Mein Name ist Susanne Adele Schlüter und ich bin Programmmacherin bei den Medientagen und darf ein bisschen mitentscheiden, was hier auf den Bühnen so stattfindet. Und da habe ich natürlich jemanden eingeladen, den ich auch aus diesem Internet kenne und freue mich, dass er heute da ist. Wir wollen über Humor im Internet sprechen. Was geht bei X? Was geht bei Instagram? Was geht bei TikTok? Wie ist der Unterschied zu Humor auf Bühnen oder im TV? Und wie wird man erfolgreich mit lustigem Content? Darüber reden wir gleich. Und ich freue mich, dass du da bist. Marius Notter, er ist einer der Masterminds hinter Alman Memes 2.0. Und noch darüber hinaus ist er auch Kurator beim Museum of Deutschland. Und er schreibt Romane, Drehbücher, du managst auch noch Podcasts. Also du machst so einiges. Aber ich will dir jetzt einfach noch mal einen Applaus bescheren. Deswegen, jetzt seid ihr gefragt, Applaus für Marius Notter. Hallöchen. So, wer bei Instagram unterwegs ist, der kommt an dir nicht vorbei. Wenn er Alman Memes 2.0 nicht selbst folgt, dann wird mindestens irgendwas über eine Bubble reingespült in ja, die Stories. Wie wird man so schnell so erfolgreich mit lustigen Inhalten? Also so schnell ging es eigentlich ja gar nicht quasi, ne? Also ich habe ja auch 2 Jahre wirklich in die Schublade reingearbeitet und Memes gemacht für 100 Freunde von mir, die dankenswerterweise der Seite gefolgt sind. Dann nach 2 Jahren waren es dann 2000 Leute, dann wurde die Seite auch schon wieder gelöscht und dann ist es über Nacht passiert. Also die ersten 2 Jahre waren schon auch sehr lehrreich, weil ich bin sehr froh, dass das heute nicht mehr im Internet ist, was ich da alles gepostet habe. Ah, okay. Na gut, wobei ich habe mal gelernt, das Internet vergisst nicht. Nee, es ist tatsächlich alles weg. Okay, geilerweise. So. Wenn du selbst unterwegs bist, was findest du lustig? Meinst du im Internet oder im Real Life? Im Internet. Was ich lustig finde. Ja, wo bleibt, was, in welches Rabbit Hole wirst du regelmäßig reingezogen? Oh, so richtig, richtig, richtig platt tatsächlich. Da bin ich nie über den Ups, die Pancho-Humor weggekommen. Also, wenn ich irgendwo ein Video sehe, wo, ey, yo, irgendwer gegen eine Glasscheibe rennt und die nicht sieht, ja, dann bin ich immer noch so. Dann schäme ich mich zwar, aber ich finde es schon auch ganz kurz sehr, sehr lustig. Aber wenn ich mir jetzt längere lustige Sachen angucke, dann schaue ich mir gern ja, Comedy-Specials oder auf YouTube so Zusammenschnitte von irgendwie Late-Night-Shows oder sowas an. Kriegst du dadurch auch ein bisschen Inspiration für deinen eigenen Content? Oder ist es was komplett anderes? Das ist tatsächlich gefühlt was komplett anderes. Also Inspiration für meinen eigenen Content ziehe ich da nicht, aber definitiv Inspiration für Bücher. Also, weil da halt, ne, so dieses, wenn ich mir zum Beispiel jetzt einen sehr lustigen Film angucke oder so, das inspiriert mich natürlich total, weil da einfach auf lange Strecke irgendwie eine lustige Geschichte erzählt wird. Bei Memes inspirieren mich nur Memes. Wie würdest du deinen Humor beschreiben? Also, wenn du an die Memes rangehst, was, ist er platt, wie das, was du dir auch reinziehst? Oder würdest du sagen, na, ist schon smart? Nee, also jetzt hier auf einer Bühne zu sitzen und sich selber als jemand, der einen sehr smarten Humor hat, zu bezeichnen, doch, jetzt das ist kommt. Wirklich. Nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Nee, es ist tatsächlich für mich eher so, dass ich finde, dass ich einen extrem platten Humor habe. Und ich glaube, das braucht man auch, wenn man Memes macht, weil bei Memes ist jetzt nicht hier mit Meta-Ebene und so, ne? Also, wenn man das versucht, das sieht man ja auch manchmal, Firmen machen das gerne, wenn sie versuchen, lustig zu sein. Dann verkünstelt man sich und am Ende ist es wirklich alles, aber nicht lustig. Du hast ja einigermaßen raus, wie Memes durch die Decke gehen können. Gibt es da so einen Weg? Was funktioniert bei euch gut? Was funktioniert gar nicht? Welche Memes gehen durch die Decke? Welche nicht? Also die Grundidee, den ersten Gedanken, den man hat, wenn man ein Bild sieht oder wenn man eine Idee hat, ne, die muss hammermäßig sein. Also wirklich, da muss man selber sagen, so, ja, das ist lustig. Wenn man das nicht hat, dann kann man es sofort lassen. Was gar nicht, also was, wir haben ja auch schon viel so Kooperationen zum Beispiel gemacht und so. Und da kann man den Prozess natürlich dann, oder ich betreue auch manchmal Firmen und so, die sowas machen. Und da kann man wirklich, da kann ich wirklich sofort sagen, okay, das wird gar nichts.
wenn nicht eine sehr lustige Grundidee ganz am Anfang steht. Ja. Wie gehst du bzw. ihr bei Allmann Means 2.0 ran? Wird einfach rausgehauen, möglichst viel? Oder springst du auch auf einen Trend auf, wo du sagst, okay, dieses Meme, das geht gerade gut, da überlege ich mir jetzt eine geile Caption? Das hat sich über die Zeit ein bisschen geändert. Mhm. Am Anfang haben wir jeden Tag um 11 Uhr gepostet und auch eben zu zweit. Mittlerweile mache ich Allmann Memes fast nur noch alleine. Und da war das wirklich so, dass wir quasi eigentlich den ganzen Tag Memes gemacht haben. Ja? Also wirklich, ich bin aufgestanden, habe irgendwie ein bisschen durch Instagram gescrollt oder bei Twitter rumgescrollt. Und sobald ich irgendwas Lustiges gefunden habe, habe ich direkt angefangen, Memes zu machen. Meistens habe ich die Memes um 11 Uhr aus dem Bett raus gepostet. Mhm. Und das war meistens auch nicht was, was ich am Tag vorher schon erarbeitet hatte. Und irgendwann habe ich dann auch andere Jobs noch gemacht. Oder wir haben eben zum Beispiel die ersten Romane geschrieben und so. Und dann ist man ja natürlich verpflichtet, irgendwie länger an anderen Sachen zu arbeiten und muss sich dann wirklich zwingen, nicht den ganzen Tag am Handy zu sein. Und da haben wir dann angefangen, das Ganze so ein bisschen zu professionalisieren und wirklich auch zu sagen, hey, man produziert auch mal auf Halde und guckt dann, findet man es lustig. Und das ist was, das wollte ich auch noch sagen, so, wenn zum Beispiel jetzt was passiert, wie hey, zum Beispiel dieses Kevin James Meme von King of Queens, ist was, was so plötzlich abgeht. Ja? Da sehe ich das und ich sehe das sofort irgendwo und bin so, ha, das wird ein großes Meme. Mhm. Aber habe mittlerweile so viele andere Sachen zu tun, dass ich dann erst zwei Wochen später dazu komme, richtig Memes damit zu machen. Jetzt habe ich zwei Fragen. Einmal so der redaktionelle Prozess. Du hast gesagt, ihr habt euch irgendwann professionalisiert. Also du hast irgendwann mal alleine angefangen, dann zwei Jahre rumgedümpelt, dann war der erste Account weg. Das könnt ihr alles im Internet nachlesen, wie es dazu kam. Aber als es dann auf einmal durch die Decke ging, ihr größer würdet, ihr Kooperationen auch gemacht habt, wie stelle ich mir das so vor? Hattet ihr dann daheim so Redaktionsmeetings? Okay, kann ich das posten? Geht es nicht? Wer hat quasi die Diskussion gewonnen, was rausgehauen wurde, was nicht? Es war tatsächlich so, dass Sina und ich da gegenseitig ein, finde ich, ganz gutes Redaktionsteam waren, weil sie gar nicht aus den Medien kommt. Mhm. Und dementsprechend hat sie quasi nur ihren eigenen Wertekompass, der sehr strikt ist, und ihre eigene Vorstellung davon, was man machen kann und was nicht. Und ich komme halt aus einem journalistischen, aber dann auch eben aus einem so Comedy-redaktionellen Background und bin eben total darauf getrimmt, wirklich Masse zu machen. Ja, auch ganz schnell. Ja, so. Und wir haben es dann so, immer so gemacht, dass ich quasi, wenn ich wieder mal 20 Ideen hatte, ich ihr das alles geschickt habe und sie sich das dann angeguckt hat und gesagt hat, das machen wir auf gar keinen Fall. Was ist denn das schon wieder? Das checkt man überhaupt nicht oder so. Ne? Manche Sachen funktionieren auch immer nur im eigenen Kopf. So. Oder auch mal zu sagen, so, hey, wenn wir das posten, dann können wir den Laden dicht machen. Ne? So, also sie war quasi unser eigenes Kontrollgremium. Und ich habe bei ihr nur darauf geachtet, versteht man es, ist ein Fehler drin und finde ich es lustig. So. Aber hast du dich dann, wenn du sagst, okay, die Sina war das Kontrollgremium, dem hast du dich unterworfen und gesagt, okay, ja gut, dann nehme ich es raus. Ja, 100%. Okay. Immer. Sonst funktioniert das ja nicht. Also quasi eben, ihr habt euch einfach gut abgestimmt und dann auch jeder und jede hat einander den Raum gelassen, quasi da kreativ zu sein. Ja. Du hast gesagt, früher habt ihr jeden Tag mehrmals pro Tag Memes rausgehauen, jetzt ist es weniger. Was ist da los? Also erstens kann man von Memes machen nicht leben. Also wir haben zwei Jahre davon gelebt. Ich wollte sagen, wir haben Kooperationen gemacht. Genau. Also das war so ein bisschen, einmal Memes ging durch die Decke und sechs Monate später ging Corona durch die Decke. Und entsprechend haben wir viel Zeit. Sina hat ihren Job auch zufällig da gekündigt und ich habe mich selbstständig gemacht, zwei Wochen bevor Corona losgegangen ist. War eine tolle Zeit. Aber ich hatte vorher schon mal so ein bisschen in Vermarktung, ich habe früher mal mit Vergnügen gearbeitet, die machen ja viel so Native Advertisement und da habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt und auch ein paar Connections gesammelt und habe da quasi dann so direkt angefangen, so ein, zwei Kooperationen irgendwie zu machen. Mhm. Und das hat dann quasi so finanziert, dass wir die ersten zwei, drei Monate mal davon leben konnten. Ne? Und dann war eine Zeit lang wieder nichts, weil alle wegen Corona plötzlich gar keine Werbung mehr machen wollten im Internet. Und dann konnten wir wirklich zwei Jahre nicht gut, aber wir konnten von den Kooperationsgeldern leben. Und jetzt habt ihr euch beide entschieden, andere Dinge zu machen. Ja. Ist es mit diesem Internet gar nicht mehr so spaßig? Also mir macht Internet immer noch wahnsinnig viel Spaß
Ich mache es auch immer noch beruflich. Mhm. Und bei Sina war der Wunsch dann relativ bald eigentlich da, dass man, dass sie was Ernsthaftes im Sinne von wirklich ernstere Themen eigentlich behandeln will. Mhm. Also ihre Vorstellung war immer so, hey, geil, wir machen das, das macht mir Spaß, aber ich würde eigentlich gerne ernsthafte Jugend-Coming-of-Age-Romane schreiben. Und das hat sie jetzt geilerweise auch gemacht und ihr Buch ist jetzt im August rausgekommen und das ist krass geworden, aber sowas frisst Grüße natürlich gehen Zeit. Raus. Ja, eben, genau. Voll. Und das ist ein krasses Buch, das ist super ernst, behandelt ernste Themen und du kannst nicht den ganzen Tag dich mit so einem ernsthaften Buch auseinandersetzen, ja? Mhm. Und parallel dazu die ganze Zeit Quatsch machen. Das funktioniert nicht. Also bei ihr zumindest nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Genau, und dann hat sie da quasi ihr Engagement einfach nur ein bisschen reduziert. Wir haben dann weiterhin noch einen Podcast gemacht und so, der auch Comedy war. Aber mittlerweile ist es halt so, dass sie jetzt, dass wir dann gesagt haben, so okay, das, ne, ich du machst das den gerne Quatsch weitermachen. Weiter. Ich mache den Quatsch weiter. Und wenn sie eine lustige Idee hat, dann schickt sie mir die. Und dann haue ich sie sofort raus. Ja. speaking of Quatsch. Wie gut kommen denn die Deutschen damit klar, wenn man sich über sie lustig macht? Wie ihr es eben macht mit Alman Memes? Da gibt es keine einheitliche Antwort drauf, weil ich meine, ne, wir sind jetzt Deutsche quasi, ne? Also gibt es ja schon sehr, sehr unterschiedliche Strömungen. Und also ich glaube, wir machen das jetzt 4 Jahre mit Alman Memes und als Meme-Seite, die sich mit Deutschland hauptsächlich beschäftigt, ich meine, mit Museum auf Deutschland beschäftigt sich auch hauptsächlich mit Deutschland, aber da sind ja immer nur Fotos aus der Realität, so. Aber als Meme-Seite, wo man auch mit seinem Gesicht und so mittlerweile irgendwie so ein bisschen bekannt ist, diese ganzen Höhen und Tiefen, und wir befinden uns ja jetzt in einer Zeit, in der Deutschland hauptsächlich Tiefenphasen hat, zumindest auch politisch gesehen, ja. Das kriegen wir richtig zu spüren. Und zwar wirklich schon von Anfang an. Also man muss sich vorstellen, dass die ersten 3 bis 6 Monate fanden alle diese Seite urkomisch. Mhm. Und dann war es den Edge-Kids aus Berlin plötzlich nicht mehr edgy genug, weil jetzt finden ja alle das cool. Dann hat man von denen auf die Schnauze gekriegt. Dann sind durch öffentliche Auftritte und durch unseren Roman und so auch plötzlich ganz andere Teile der Gesellschaft auf einen aufmerksam geworden. Klar, wenn du im Frühstücksfernsehen bist und so, ne, das schauen natürlich jetzt prinzipiell schon mal ganz andere Leute, als jetzt Leute auf Instagram nur unterwegs und uns nur daher kennen. So. Und plötzlich hatten wir Nachrichten in unseren DMs, also wirklich brutal. Also das ging so weit, dass wir gedoxt wurden und unsere Adresse im Internet war und wir so Drohbriefe bekommen, umziehen mussten und so heimlich. Also so wirklich die ganze Palette zur Polizei gegangen, Anzeige gegen Unbekannt, der Typ lacht uns aus und so. Also wirklich die ganze Geschichte, was man quasi nicht erleben will, wenn man einfach nur sich, sag ich mal, auch noch relativ soft über Deutsche lustig macht und über sogenannte Patrioten sich lustig macht und so, ne? Richtig krass. Du hast jetzt gesagt, kam von allen Ecken quasi die Kritik mitunter auch. Klar, Alman ist jetzt auch ein Begriff, der jetzt eher in der Mikro-Community benutzt wird. Ist es hart, dass man dann auf einmal von allen Seiten, in Anführungsstrichen, ja, den Hate abkriegt? Nee, ich will mich jetzt auch gar nicht hier irgendwie hinstellen und sagen irgendwie, oh, das ist alles irgendwie unberechtigte Kritik und so, ne? Also das ist einfach nicht so. Wir haben durchaus auch wirklich berechtigte, gute Kritik bekommen, die wir uns brutal zu Herzen genommen haben. Gerade was das Wort Alman zum Beispiel angeht, um wem gehört das Wort Alman und so weiter, ne? Mhm. Aber das, was, sag ich mal, von der Rechtsaußenseite kommt, das ist ja keine Kritik, das ist ja nur Hass und Bedrohung und so. Dann wird so ein Bedrohungsszenario immer kreiert. Die schreiben einmal dann ganz genau, was sie mit einem machen und so. Ich kannte das schon, weil ich früher bei Spiegel Online gearbeitet habe. Und da habe ich jeden Tag Mails gekriegt, so was, ne, so vor allem so, ey, ich habe eine Kettensäge zu Hause, die würde man gerne in die Sicht kennenlernen, so. Ja. Und da gewöhnt man sich ja ein bisschen dran und ist dann so, hey, okay, ne, ja, jetzt ist die Phase wieder, jetzt passiert das. Und dann schiebt man das so ein bisschen auf die Seite und guckt, dass keine Klingelschilder mehr dran sind und zieht vielleicht mal um. Aber
Gut, du sagst es so leicht, aber ich meine, umziehen, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann mitunter, wenn die Adresse gedoxt wird, wenn man weiß, okay, man kriegt die ganze Zeit irgendwelche komischen Nachrichten und dann ist die nächste Konsequenz, dass man alles zusammenpackt und woanders hinzieht und ich sag mal, noch ein bisschen vorsichtiger ist mit seinen Daten. Ist ja schon eigentlich krass. Hat dich das oder hat euch das dann damals auch beeinflusst in eurer Arbeit? Also ist man dann erstmal kurz so, okay, vielleicht heute nur 5 Memes statt also, 20? Ich lasse mich von solchen Leuten nicht einschüchtern. Also ich bin irgendwie als durchschnittsgroßer weißer Typ, ne, immer noch jemand, der in einer Mehrheitsgesellschaft in Deutschland lebt und weit weniger Shit frisst als andere Leute jeden Tag. So. Und ich lasse mich von so ein paar rechten Spinnern, die mir da so Bedrohungsszenarien halt kreieren, von denen lasse ich mich nicht beeindrucken. Ich ziehe um, damit einfach ne, quasi die nichts mehr gegen mich in der Hand haben, sozusagen. Ne? Damit dieses eine Bedrohungsszenario Wohnung und Zuhause sicher sein, damit das weg ist. So. Aber wir haben trotzdem Memes weitergemacht natürlich. Ne? Und wir haben da keine Pause eingelegt, weil das war eher so, dass Instagram uns dazu gezwungen hat, Pausen einzulegen, weil unsere Memes halt massenhaft gemeldet wurden und somit dann auch unser Instagram-Account, glaube ich, locker 1,5 Jahre dauerhaft geshadowbanned wurde. So krass, dass wir zum Beispiel, als wir ein Buchrelease hatten, was wir auf Instagram live übertragen wollten, unsere Instagram-Live-Funktion eingeschränkt war und wir deshalb eine 10.000-Euro-Produktion nicht machen konnten. Oh. War super. So, ja, kann ich mir vorstellen, wenn man dann auch niemanden bei Instagram erreicht. Nee, genau. Hallo, Herr Instagram. Ja, genau. Das ist natürlich mega das Problem. Und auch wirklich, das ist tatsächlich, das muss man wirklich sagen, also der Grund, warum wir viel weniger machen, warum wir uns entschieden haben, andere Wege zu gehen, abseits von Memes und Instagram, ja, war tatsächlich, dass wir eben so krass eingeschränkt wurden in unserer Arbeit. Also unsere Reichweite wurde eingeschränkt, das ist die eine Sache, aber eben auf der anderen Seite konnten wir halt Witze nicht machen, weil wir wussten, das wird sofort gemeldet und wir sprechen über harmlose Sachen. Also das Krasseste, was jemals gemeldet wurde, war so das Homer-Meme, wo er sich in diesen Busch zurückzieht. Ja, die meisten werden das wahrscheinlich kennen und da haben wir, die Überschrift war irgendwie so Almans, wenn BPOC ihre Allyship brauchen, ne? Das war so Black Lives Matter. Und das wurde gemeldet und unser Account wurde so heftig eingeschränkt danach. Voll krass. Ja. Ist es dann überhaupt noch einfach, Haltungen zu zeigen oder vielleicht auch ja, politischere Themen in Memes zu verpacken und rauszuhauen, wenn du eigentlich immer denken musst, ja okay, entweder da kommt der Hate oder ich bin sofort geshadowbanned? Nee, also genau das ist der Grund, warum wir mittlerweile eben auch so wenig machen, weil wir uns natürlich dann dagegen entschieden haben, darauf zu setzen und da weiterzumachen. Und ich glaube, es ist, also ich sehe das ja auch bei anderen Meme-Accounts. Wir sind ja jetzt bei weitem zum Glück nicht mehr der einzige deutsche Meme-Account, der irgendwie groß ist. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass El Hotzo am Anfang auch die ganze Zeit geshadowbanned war eigentlich, ne? Ja. Also, und die Praxis bei Instagram erschließt sich mir nicht. Ich habe auch noch nie mit jemandem von Instagram gesprochen, obwohl wir wirklich auf jede erdenkliche Art und Weise versucht haben, mit denen in Kontakt zu treten. So. Absoluter Wahnsinn eigentlich, dass das nicht möglich ist, wenn man sich überlegt, was das für eine Macht hat. Ich meine, unser Leben war in Gefahr. Ne? So. Ja. Am Ende würde ich sagen, dass wir haben das nach außen getragen. Ich sehe das aber auch bei anderen Accounts. Alle haben Backup-Accounts. Museum of Deutschland war auch mal eine Idee eigentlich als Backup-Account. Und wir haben uns deswegen entschieden, Bücher zu schreiben, weil die können nicht geshadowbanned werden. Also die können nur verbrannt werden, aber so weit sind wir ja glücklicherweise noch nicht. Deswegen habe ich zum Beispiel das Museum of Deutschland Buch jetzt gemacht, weil ich war, es kann sein, dass ich eine falsche Sache poste und der Account in einer Woche zu ist. Und dementsprechend hätte ich das doch auch gerne irgendwo analog. Also so ruhig schläft man dann nicht, wenn die Existenz davon zumindest monetär abhängt. So ist es. Würdest du, weil mit Blick auf die Uhr eine letzte Frage, sagen, das Internet-Plattform ist noch ein guter Ort, um lustig zu sein? Bleibst du da? Ja,
definitiv. Es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem man immer noch wahnsinnig lustig sein kann. Auf TikTok hat man so viele Möglichkeiten, lustig zu sein. Und auf YouTube auch. Ich würde keinem empfehlen, das auf Instagram zu machen, weil das einfach nicht die Plattform dafür ist, offensichtlich. Aber ich denke eben, ne, auf TikTok und auf YouTube ist man da auf jeden Fall besser aufgehoben und man kann sich da entfalten, man braucht nicht viel Geld dafür, ne? Man braucht ein billiges Smartphone nur und Humor und dann machen und ausprobieren und meistens wird man dafür ja auch belohnt. Und das ist dann natürlich richtig schön, wenn man mitkriegt, so, hey, cool, Leute finden das, was ich hier in meinem Kämmerchen mache, wirklich lustig. Deswegen kann ich da eigentlich jeden nur dazu ermutigen. Und wenn es dann funktioniert, macht es auch wirklich wahnsinnig Spaß. Macht auch Spaß, wenn es nicht funktioniert. aber natürlich macht es mehr Spaß, wenn Leute das dann auch mitkriegen. Marius, mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir jetzt hier kurz mal auf der Bühne einzutauchen. Danke, dass du da warst. Und nochmal Applaus für Marius Notter von Anime 2.0.